Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem herbstlichen Tag, den sich die liebe Steffi vom Kanal Buchschnack ausgedacht hat und der nicht nur Buchiges beinhaltet, sondern ja im Grunde so ein bisschen alles drumherum. Und ihr habt im Titel schon gesehen, es geht um den bunte Herbst, bunte Fragen Tag. Und ich habe mich sehr gefreut, den Tag zu sehen und habe mich einfach mal getaggt gefühlt und möchte die Fragen jetzt heute beantworten und möchte auch einige von euch dazu auffordern, mitzumachen. Die Fragen findet ihr unten in der Infobox, auch das Video von der lieben Steffi findet ihr natürlich dort. Und ich möchte gerne taggen die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff und Ramona von Literra, weil ich glaube, dass beide auch so ein bisschen jahreszeittechnisch so ein bisschen beim Lesen sind und natürlich auch drumherum vielleicht den Herbst recht gerne mögen. Ja, der Herbst ist ja nicht ganz so meine liebste Zeit. Ich bin ja eher jemand, der es nach dem Winter mag, wenn es endlich wieder rausgeht. Im Herbst ist alles dunkel und kalt und man kommt irgendwie von 30 Grad auf 10. Heute früh waren es auch schon mal 3 Grad und ja, es ist irgendwie schwierig, aber warm angezogen, funktioniert das alles gut. Und es sind 13 Fragen mit allerhand Themen und ich denke, wir fangen einfach gerne mal jetzt an. Und mit der ersten Frage, zeige ein Buch mit einem herbstlichen Cover. Und da muss ich wirklich sagen, dass mir das ein bisschen schwerer gefallen ist, mir da was zu überlegen, weil ich zwar Cover habe, die die typischen Herbstfarben haben, aber ein Cover, das irgendwie herbstlich wirkt, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe mich jetzt aber für den dritten Band der Tribute von Panem-Reihe entschieden, weil ich finde, dass dieses Orange, Gelb, Rot mit den Blättern drumherum, mit den Palmblättern schon irgendwie herbstlich anmutet. Auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig passt, aber ich habe tatsächlich kein Cover, das wirklich irgendwie eine Herbstlandschaft hat oder das finde ich tatsächlich eher schwierig. Also ich hatte auch noch an Virgin River gedacht. Ich glaube, diese alten Ausgaben waren so ein bisschen jahreszeitenbezogener, aber ja, das ist eher schwierig. Aber ich finde das Cover tatsächlich ganz gut passend. Zweite Frage, zeige ein Buch, dessen Atmosphäre du besonders gemütlich findest. Und als erstes ist mir da Harry Potter eingefallen. Also ich finde, das ist für mich immer wieder wie ein Nachhausekommen, ein Ankommen, ein wieder neue Abenteuer erleben, immer wieder aufs Neue auch was zu entdecken. Und für mich hat das was sehr, sehr, sehr Gemütliches und auch etwas Schönes. Auch Der kleine Hobbit ist ein Buch, wo ich mich gemütlich zu Hause fühle. Da komme ich an, bin im Auenland, lerne die Hobbits kennen, die Zwerge. Und auch wenn man dann natürlich ein Abenteuer hat, finde ich, hat es ganz viel Gemütliches tatsächlich. Die Clifton-Saga von Jeffrey Archer finde ich tatsächlich auch etwas Gemütliches. Auch wenn wir hier eine sehr lange Lebensgeschichte über 70 Jahre im Grunde erzählt bekommen, über 7 Bände, habe ich, wenn ich an die Clifton-Saga denke, immer so ein wohliges Gefühl. Und das würde ich mal ähnlich mit diesem Gemütlichkeitsgefühl im Grunde beschreiben. Und wir begleiten hier ja Harry Clifton? Namen war noch nie meine Stärke. Wirklich so durchs ganze Leben, haben Nebenperspektiven und das wirklich in einer sehr angenehmen Erzählweise. Und ich würde auch als gemütliches Buch die Leuchtturm-Trilogie aus dem letzten Jahr von Kira Moon mit beschreiben wollen, weil ich besonders fand, dass der erste und der dritte für mich sehr atmosphärisch und wohlig waren und wir auf dieser irischen Insel waren mit einem Leuchtturm und da einfach auch tollen Protagonistinnen über den Weg gelaufen sind, die uns da so ein bisschen mitgenommen haben. Und das waren so tatsächlich die Geschichten, die mir als erstes in den Sinn gekommen sind. Dritte Frage, was trinkst du im Herbst am liebsten? Also dazu kann man schon mal sagen, dass ich ein absoluter Tee-Fan bin. Tee geht immer, ich trinke immer meine 2,5-3 Liter Tee pro Tag. Im Sommer lasse ich ihn eher kühl werden, im Winter packe ich ihn in eine Thermoskanne, damit ich auch einen warmen Schluck noch habe. Im Herbst bevorzugt und auch im Winter trinke ich aber tatsächlich sehr, sehr viel Ingwertee. Also echter Ingwer, gerieben oder geschnitten mit ein bisschen Agavendicksaft zur Süßung. Und den mache ich mir so richtig feurig. Ich mag das auch sehr scharf, lasse den lange ziehen. Und dann wird er im Grunde wirklich super gerne von mir getrunken. Ich bilde mir ein, dass so manche Erkältung dadurch nicht so extrem zum Ausbruch kam. Das ist aber nur also einfach ein Gefühl. Na, das kann ich natürlich nicht belegen, weil ich ja nie weiß, wie wäre es gewesen, wenn ich keinen Ingwertee getrunken habe.
Da müsste ich mein Ich in einem anderen Paralleluniversum fragen. Aber ja, das ist wirklich was, was ich super gerne trinke, weil es einfach so schön von innen wärmt. Das macht Tee natürlich grundsätzlich, aber durch die Schärfe des Ingwers, man muss das auch mögen. Ich kenne auch ganz viele, die das gar nicht abhaben können, aber ich mag das super, super gerne. Was isst du im Herbst am liebsten? Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil ich gar kein so Jahreszeitenesser irgendwie bin. Ich glaube aber, was ich definitiv im Herbst doch wieder mehr esse, ist Pudding. Und da bevorzugt natürlich mehr oder weniger selbst gemacht. Ja, auch einfach so, wie ich ihn dann am liebsten habe, dann tatsächlich eher vielleicht so Vanille, Schokolade, also auch einfach so warm. Ich habe so Tassen entdeckt, Pudding, also Tassenpudding, also ein Pudding pro Tasse. Ich weiß gar nicht, von wem die waren, die habe ich letztes Jahr oder Anfang des Jahres entdeckt. Und ja, da wird dann im Grunde auch einfach nur heißes Wasser dazu gegeben, was ich sehr praktisch finde. Beziehungsweise wenn, dann würde ich sowieso eine Milchalternative nutzen und finde das aber mit dem heißen Wasser super praktisch. Und das hat einfach irgendwas ganz, ganz Wohliges und Gemütliches. Halloween steht vor der Tür, ist die fünfte Frage. Zeige ein Buch mit einem gruseligen Setting. Ja, das finde ich tatsächlich auch unglaublich schwierig, weil was ist schon wirklich gruselig? Aber ich würde da tatsächlich zum Meister der atmosphärischen Horrorgeschichten greifen und würde auf jeden Fall Stephen King benennen, weil ich finde, dass es da sowohl alltäglichen wie auch übersinnlichen Grusel gibt. Ich finde halt persönlich auch Geister eigentlich gar nicht gruselig, von daher kann ich jetzt gar nicht mit einer Geistergeschichte kommen und Vampirgeschichten fand ich eher anziehend als gruselig. Auch Dracula hat für mich keinen gruseligen Aspekt in dem Sinne, also weil ich ja schon immer von einem Vampir gebissen werden wollte, dementsprechend hatte ich da keinen Gruselmoment, aber ich würde mich, wo kommen wir gerade hier hin, ich würde mich entscheiden für Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King, weil das auch eine Geschichte ist, die mir unglaubliche Gänsehaut bereitet, die mich wirklich so vom Innen heraus, ja, vielleicht tatsächlich gruselt, ich das irgendwie ganz atemraubend finde und das für mich schon diesen Effekt hat, wenn da einfach eine Katze von den Toten aufersteht, ja, und was dann so, auch was das mit der Familie macht und mit den Menschen und dem Städtchen und das hat schon etwas von sehr realistischem Gruselhorror und dementsprechend würde ich das hier benennen. Was ist dein liebster Film im Herbst? Und da bin ich tatsächlich raus. Es gibt keinen Film, den ich klassisch irgendwie im Herbst mir anschaue. Also es gibt natürlich so ein paar Weihnachtsfilme, die man in der Vorweihnachtszeit schaut, aber wäre ja theoretisch auch noch Herbst. Aber ich habe tatsächlich keinen Film, der alljährlich wiederkommt. Ich weiß, dass jetzt einige vielleicht Harry Potter benennen oder auch den Herrn der Ringe, weil das ja auch so Klassiker sind, wenn es abendwohlig ist, dass man ja dann irgendwie unter der Decke zu Hause sitzt. Ich habe sowas nicht. Also ich gucke das, wenn ich Lust darauf habe und ich schaue auch durchaus meinen Winterfilm im Sommer. Das stört mich überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich hier gar keinen Tipp, aber ja, was nicht ist, kann noch werden. Wenn ihr einen absoluten Herbstfilm zur Empfehlung habt, dann natürlich gerne in die Kommentare. Die siebte Frage beschäftigt sich dann mit den liebsten Serien im Herbst. Und hier kann ich tatsächlich eher was mit anfangen, auch wenn ich diese Serien auch immer schaue, wenn ich Lust darauf habe. Kann ich mir aber vorstellen, dass die Gemütlichkeit, die in dieser Serie so ein bisschen aufkommt, dass die eben passend für den Herbst ist. Angefangen mit Downton Abbey. Da höre ich nämlich sehr, sehr oft von Leuten, dass die das im Herbst nochmal sich ansehen. Und das kann ich durchaus verstehen. Das ist eine sehr entschleunigende Serie, die einen so mitnimmt, sowohl zu den Adligen oben wie zu den Bediensteten unten, die so eine ganz wohlige Atmosphäre hat. Und ich finde, die passt perfekt in die Herbstzeit, auch wenn ich sie, glaube ich, wie ich sie angefangen habe, im Frühling gestartet habe. Also das hat der Serie jetzt auch keinen Abbruch getan. Dazu gibt es im Grunde ja auch einen Film. Den könnte man jetzt ja dann vielleicht noch für die Filmaufgabe nehmen. Aber ja, auch könnte ich mir vorstellen, dass die Gilmore Girls super funktionieren im Herbst, weil das dieses Städtchen-Feeling auch so was Gemütliches hat und man da halt auch wirklich
ja, einfach so diese zwei Frauen begleitet, also Mutter und Tochter, und da so viel drumherum passiert und natürlich auch die verschiedenen Jahreszeiten eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass wenn man im Herbst eine Weihnachtsfolge sieht, ist das nicht ganz so schlimm, wie wenn das vielleicht bei 30 Grad passiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres A Good Witch angefangen. Und da ist eben auch Halloween ein sehr großes Thema, natürlich durch sie als Hexe. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass diese Gemütlichkeit, die diese Serie ausstrahlt, dass das was für den Herbst ist. Also wenn der Kamin an ist und die Kerze und der Tee und ja, dann lässt man sich noch irgendwas schmecken und dann guckt man sich diese Serie an. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann, auch wenn ich, wie gesagt, kein saisonaler Schauer oder Hörer oder irgendwas bin. Achte Frage, welche ist deine liebste Kerze im Herbst? Und ich bin ja kein Kerzenbrenner per se, sondern eher ein Tartdüftler. Und ich habe jetzt, ich glaube, das zweite Jahr in Folge, ach, er ist einfach toll, habe ich mir von Yankee Candle rausgeholt, Lucius Pumpkin Drizzle. Und das ist wirklich ein Tart. Ich glaube, das ist mein fünftes oder sechstes Tart und ich habe zwei oder zweieinhalb hier. Also ich finde ihn toll. Und das ist wirklich für mich ein Duft, der wunderbar in den Herbst passt. Einfach durch dieses cremige und weiche und gleichzeitig hat er was Gewürziges. Und den finde ich wirklich toll. Und auch diesen Hauch einfach von, ja, von Milch und Sahne und ach, den finde ich wirklich großes Kino. Und letztes Jahr habe ich mir den, ja, den bestellt, wobei das könnte vielleicht so an der Grenze dann auch schon zum Winterlichen sein. Den habe ich mir nachbestellt bei meiner letzten Bestellung. Und zwar ist das von Chestnut Hill, der Matcha Mint. Und man muss Minze lieben und dann findet man den Duft großartig. Also man hat hier weiße Schokolade mit Minze. Also wirklich so After Eight, nur in weiß. Man riecht wirklich eher so die hellere Schokolade, nicht diese tiefe Schokolade. Man riecht so die Sahne durch und auch die warme Milch und dann eben auch wirklich ja, die Minze. Finde ich großartig, mag ich super gerne. Dufte ich auch im Sommer. Ich glaube, leer gemacht habe ich den Duft im Juli und hatte ihn danach bestellt, weil ich dachte, den brauchst du im Herbst auf jeden Fall. Und der hat mir letztes Jahr eben sehr, sehr gut gefallen. Und das wären so meine Kandidaten jetzt für die Herbstzeit, vielleicht auch schon so ein bisschen Winter. Ich bin auch hier niemand, der nicht auch im Winter jetzt einen Black Coconut anmachen würde oder ja, irgendwas Sommerliches. Das stört mich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist wie mit den Büchern. Ich greife dazu, wenn ich einfach Lust drauf habe und ja, mache mir da keine zu großen Regeln. Neunte Frage, was machst du im Herbst am liebsten? Also lesen, glaube ich, muss ich keinen sagen, das mache ich das ganze Jahr und auch gleich intensiv. Es gibt keine Lesezeit, die mehr oder weniger Bücher hergibt. Das nimmt sich, glaube ich, nicht viel in der Jahresstatistik. Ich gehe im Winter unglaublich gerne baden. Also so einmal in der Woche so ein schönes Vollbad mit schöner Musik oder einem schönen Hörbuch. Das finde ich sehr entspannend, sehr aufwärmend. Ich mag es zu puzzeln. Bin dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht groß dazu gekommen, obwohl ich mir schon mein neues Puzzle zugelegt habe. Freue ich mich auch sehr, das mag ich auch gerne. Auch hier im Hintergrund ein Hörbuch oder schöne Musik oder wenn man mit mehreren irgendwie puzzelt, eben auch tolle Gespräche. Normalerweise würde ich jetzt sagen, dass im Herbst bei mir auch so die Schwimmbadsaison beginnt mit Thermengängen, also wo ich wirklich so einmal im Monat vielleicht dann in die Therme gehe. Das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Das ist mir beides noch viel zu heiß und kritisch und das möchte ich einfach nicht. Und auch würde ich sagen, dass ich im Herbst, Winter durchaus häufiger mal ins Solarium gehe, was ich jetzt aber in dieser Zeit auch nicht tue und auch seit März gar nicht mehr war. Also, aber theoretisch wären das so die Dinge, die ich gerne tue. Ansonsten ja, ist das natürlich das Gleiche wie das ganze Jahr. Einfach lesen, Filme, Serien, Musik, Hörbuch hören, ja, Freunde treffen. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das in diesem Jahr alles sein wird. Aber das ist es nach wie vor. Spaziergänge werden jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein wenig weniger, weil es halt doch sehr häufig sehr nass ist. Und ich bin noch nicht bereit, wirklich in Regenmontur draußen rumzulaufen. Aber mal sehen, sag niemals nie. Also da gucken wir dann einfach mal. Ja, zehnte Frage. Welche Musik hörst du im Herbst am liebsten?
Und da kann ich tatsächlich auch nichts benennen, weil sich das nicht ändert. Ich habe meine Lieblingsalben, ich höre in neue rein, ich habe meine Playlists und die verändern sich auch nicht. Also das ist durchgängig im Grunde das Gleiche. Ich habe meine Lieblingssongs, die immer gehen. Ich habe gute Laune-Lieder. Ich habe Lieder, bei denen ich weine, wenn mir danach ist, die mir Mut geben, Kraft geben, mit denen ich morgens aufstehe. Das ändert sich bei mir überhaupt nicht. Und das finde ich tatsächlich auch schwierig. Also ja, na, vielleicht hört man ein bisschen mehr Chill-Out-Musik im Hintergrund, aber ja, weil man vielleicht mehr zu Hause ist, aber das kann ich tatsächlich nicht so direkt statistisch in meinem Kopf irgendwie nachweisen. Welche Bücher möchtest du diesen Herbst lesen, ist die 11. Frage und da bin ich natürlich auch mal sehr gespannt, was da vielleicht bei euch auf dem Programm steht. Also es sind einige Bücher in meinem Bücherregal definitiv schon da, die ich lesen oder auch hören möchte. Von den Neuerscheinungen, da freue ich mich besonders auf den neuen Eschbach und natürlich auch den neuen Fitzek, also der Heimweg und irgendwas mit Flügel. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich tatsächlich auch sehr. Ich habe einige Fantasy-Bücher auf dem Sub, auf die ich mich freue und auch noch hier unten einige so Reiseabenteuerbücher und ich glaube, dass das definitiv auch was ist. Und dann denke ich so ab Mitte November, was ja definitiv auch noch Herbst ist, kommen dann auch so ein bisschen diese winterlichen Geschichten und auch wieder diese wohlfühligen Geschichten, die ich ja gerne höre, wobei die bei mir auch das ganze Jahr gehen. Also so ganz saisonal bin ich da einfach nicht unterwegs, aber ich denke so, wenn man von neuen Büchern spricht, ist definitiv, glaube ich, schon der Eschbach und auch der neue Fitzek da so ein bisschen das Highlight. Vielleicht wird es auch demnächst irgendwann einen neuen Jackie Fellgut geben. Da würde ich mich auch freuen, wobei das wird dann vielleicht auch noch ein bisschen später im Jahr. Aber das ja, wären so die Bücher. 12. Frage, Kürbissuppe oder Apfelkuchen? Also ich bin hier absolut Fan vom warmen Apfelkuchen mit Sahne und vielleicht einem Schuss Vanilleeis sozusagen, einer wunderbaren Kugel. Also ich bin so gar kein Kürbis-Fan. Dementsprechend ja, bin ich hier Team Apfelkuchen und mag das wirklich unglaublich gerne überhaupt backen. Das wäre vielleicht tatsächlich eher was man doch mehr im Herbst macht und dann auch frisch und warm ist. Ja, was sehr leckeres. Ja, letzte Frage. Auf welches Kleidungsstück freust du dich am meisten? Und nachdem ich es erst im letzten Jahr wieder für mich entdeckt habe, glaube ich, dass das dieses Jahr auch ein stetiger Begleiter wird, nämlich Stirnbänder. Also wirklich, die so um die Ohren gehen. Ich fand das immer bei meinen kürzeren Haaren irgendwie, weiß ich nicht, sah das für mich persönlich immer ein bisschen komisch aus. Und nachdem mir im letzten Jahr dann die Haare schon ein bisschen länger waren, fand ich das total cool mit den Stirnbändern. Also entweder, wenn man sich einen Zopf hinten macht oder sie auch einfach locker runterfallen lässt und dann irgendwie ein breites Stirnband. Man hat warme Ohren, aber die Frisur ist nicht ganz versaut. Das ist ja bei kurzen Haaren nicht ganz so. Wenn man da eine Mütze auf hat, das macht nicht so viel Unterschied, wie wenn man sie jetzt auf hat, weil dann hier alles das Stehen anfängt. Das geht gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass das mein Accessoire sozusagen des Herbstes die Stirnbänder sein werden. Und ich bin auch ein großer Fan von Schals. Trage da auch sehr gerne sehr viele dünnere drin, dickere draußen. Ja, aber ich glaube, so die Stirnbänder, das ist so mein Accessoire wirklich, was ich im letzten Jahr einfach mit den längeren Haaren für mich wiederentdeckt habe. Und die werde ich auch dieses Jahr auf jeden Fall weitertragen. Die Farbe des Herbstes habe ich definitiv schon an. Danach ist zwar nicht gefragt, aber das ist für mich wirklich dieses wunderschöne Herbstgelb. Für mich ist es nicht ganz ein Senfgelb, weil es eigentlich zu Spuren zu warm ist. Also eine Spur von der Tonlage zu warm. Aber das ist wirklich eine Farbe, die ich einfach liebe und die jetzt, finde ich, auch perfekt zu den dunkleren Haaren wieder passt, während das ja bei so einem Platinblond vielleicht nicht immer ganz funktionieren kann mit dem sehr kühlen und dem sehr warmen. Aber das ist ja alles sehr eine Geschmacksfrage, aber das ist so meine Farbe, glaube ich, ja, des Herbst-Winters. Da habe ich auch schon Stirnband und Schal und Schuhe und ich bin ausgestattet. Und ich glaube, zwei Pulli und eine Strickjacke. Strickjacken sind natürlich auch was Schönes im Herbst, weil man das auch über was Dünnerem so ein bisschen noch drüber ziehen kann und so diesen Sommermoment mit in den Herbst nehmen kann. Ja, ist auch was Schönes. Aber gut, so lange genug gequasselt. Ich freue mich, wenn ihr den Tag mitmacht. Alle Fragen in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Macht auch gerne in den Kommentaren mit. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich versuche ein bisschen was zu verlinken. Guckt hierzu also auch gerne in die Infobox. Und auch das Video von Steffi findet ihr und den Kanal von Jenny und Ramona. Schaut bei den beiden auch super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.